Damit haben wir das letzte Mal angefangen mit dem Kirchhoffschen Stromgesetz. Wer kann mir sagen, was das Kirchhoffsche Stromgesetz ist? Heißt auch Knotenregel. Und was besagt? Die Summe der Ströme an einem Knoten ist 0. Genau, also die Summe der, wir haben gesagt, die Summe der zufließenden Ströme und das sind quasi die abfließenden mit negativen Vorzeichen. Man kann auch sagen, die Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme. Also es ist im Grunde alles das Gleiche. Nur im einen Fall quasi tue ich mir leichter, dass ich dezidiert bei den einzelnen Zuleitungen sage, da fließt der Strom rein und da fließt der Strom raus. Und im anderen Fall brauche ich dann nicht unterscheiden, dafür habe ich auf einmal negative und positive Ströme. Aber es ist quasi in beiden Fällen der gleiche Sachverhalt. Haben wir dann gesagt, nahe verwandt mit dieser Ladungserhaltung. Nicht, wenn ich quasi mehr zufließende Ströme als abfließende Ströme habe. Und Strom ist ja nichts anderes als Ladung pro Zeiteinheit, die durch den Leiterquerschnitt fließt. Und würde jetzt quasi mehr zufließen als abfließen, dann würde sich in den Knoten entweder einfach Ladung ansammeln und ansammeln und ansammeln bis ans Ende aller Zeiten. Und da wissen wir schon vom allerersten Mal mit dem Luftdruck, mit dem Luftballonexperiment, da würden dann mechanische Kräfte wirken auf diese Ladung und das würde eben nicht lang gut gehen, wenn das passiert. Das heißt, die andere Möglichkeit wäre, der Strom fließt rein und drin wird dann die Ladung eben vernichtet, die verpufft. Aber wir wissen halt, das gibt es nicht, wir haben Ladungserhaltung und daraus können wir dann eben folgern, so viel wie reinfließt, muss irgendwo wieder rausfließen. Das ist das zweite Kirchhoffsche Gesetz, das wir gelernt haben. Wir haben im Monat davor uns das Kirchhoffsche Spannungsgesetz angeschaut. Was war denn das? Genau, die Summe der Spannungsabfälle sind 0 in einem Umlauf, was im Grunde nichts anderes, also es klingt extrem trivial, das ist nichts anderes als die Einsicht, dass es sich beim elektrischen Feld um ein sogenanntes konservatives Feld handelt. Das ist in dem Punkt immer ein bisschen schwierig zu erklären, warum das eine nicht triviale Feststellung ist, weil wir so gewohnt sind an konservative Felder, dass es quasi nicht der Intuition entspricht, dass es auch nicht konservative Felder geben kann, indem man, wenn man sich vorstellt, Höhenlinien zum Beispiel, nicht? Wenn man da irgendwie im Kreis geht, dann ist man nachher auf der gleichen Höhe wie vorher. Das wäre ein klassisches Beispiel für ein konservatives Feld, dieses Steigungsfeld, wenn ich da irgendwie am Berg herumgehe. Und das heißt das Kirchhoffsche Spannungsgesetz. Wenn ich einmal im Kreis gehe, dann bin ich am gleichen Potenzial, wie ich gestartet habe. Und damit kann ich jedem Punkt ein eindeutiges Potenzial zuordnen. Weil wenn es nicht so wäre, würde ich einmal im Kreis gehen und dann hätte ich quasi ein zweites Potenzial, das unterschiedlich ist vom ersten Potenzial und dann stimmt da irgendwas nicht. In der Tat kann das aber vorkommen bei sogenannten induktiven Vorgängen. Es gibt ein, wie heißt der MIT-Physikmensch? Also wenn man auch ein bisschen googelt, auch Physikprofessor vom MIT, der hat sehr berühmte Videos und da gibt es eben eins, wo das schön zeigt, dass das nicht konservativ ist bei induktiven Vorgängen. Und er erzählt auch, dass er da schon von Leuten dann quasi ihm vorgeworfen wurde nachher, dass er bei diesem Experiment betrügen würde, weil das so kontraintuitiv ist, was er da zeigt, dass es quasi nicht konservative Anteile am E-Feld gibt. Aber für unsere Fälle gilt das eigentlich immer, es ist ein konservatives Feld und wir können von diesen beiden Kirchhoffschen Gesetzen, dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz und dem Kirchhoffschen Stromgesetz ausgehen. Das sind für uns quasi Naturgesetze, aber für einen Physiker würde ich irgendwie sagen, das ist die Schlussfolgerung aus gewissen Annahmen, die man mal getroffen hat über sein System. So, dann haben wir so Konventionen gehabt, darüber, wie man Schaltpläne zeichnet, in Bezug auf die Ströme, wie zeichnet man Schaltpläne, was macht man, wenn man Schaltpläne zeichnet in Bezug auf die Ströme? Oder auch wir haben Konventionen für Schaltpläne gehabt, das letzte Mal und das vorletzte Mal. Fällt euch da noch was ein? Also Spannungen von oben nach unten und Ströme von links nach rechts. Also zufließende. Also danke. Okay. Wo ist dann die Quelle? Genau. So, also links haben wir eine Quelle. Wir haben zufließende Ströme von links nach rechts. Wir haben abfließende Ströme von rechts nach links. Wir zeigen Spannungsabfälle von oben nach unten.
Haben wir noch irgendwas? Ja, die waren, ja, haben wir auch gemacht, aber schon viel vorher. Ja, das war vorletztes Mal, das war das erste Mal, glaube ich. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ja, was haben wir gesagt bei Überkreuzungen? Genau, dann macht man einen Knödel, also wenn sie leiten, wenn sie verbunden sind, macht man Knödel, und wenn sie quasi nur sich räumlich überkreuzen, dann macht man, wenn man drauf schaut, aber nicht wirklich verbunden sind, macht man Abstände, macht man auch so einen kleinen Muggel, um zu zeigen. Ja. Da war aber dann die Erwähnung im Skript, was ich dann natürlich nicht gehört habe, ich gefehlt habe, dass sozusagen die, ja, das ist günstig, T-Kreuzungen zu zeichnen. Und ja. Ja, also es ist günstiger, T-Kreuzungen. Erstens mal, was man sieht dann ganz klar, das ist wirklich eine Verbindung. Die Regel kommt eigentlich aus der Zeit, dass man noch sehr viel Schaltpläne fotokopiert hat. Und wenn man dann quasi so einen kleinen Knödel hat, dann kann der bei dreimal Fotokopieren verloren gehen oder es kann langsam ein Knödel entstehen, wo im ursprünglichen Schaltplan keiner war. Und darum hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass man quasi besonders vorsichtig ist. Und es gibt Datenblätter, die man einfach als PDF runterladen kann, wo man den PDF ansieht, bevor das mal irgendwie eingescannt wurde, ist das bei 5 Firmenwechseln irgendwie 5-mal fotokopiert worden und dieses PDF schaut furchtbar aus und da findet man dann auch viele Schaltpläne, die genau von diesem Phänomen betroffen sind. Also das ist, obwohl man heute vielleicht nicht mehr so oft Schaltpläne kopiert, in dem Augenblick, wo man irgendwelche alten Datenblätter auch als PDF vom Hersteller runterlädt, hat man immer wieder Schaltpläne, wo man nachdenken muss. Und man kann es einfach nicht erkennen, sondern man muss sich dann aufgrund der Schaltung überlegen, macht das Sinn, wenn das verbunden ist oder macht das Sinn, wenn es nicht verbunden ist. Und das ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn es da einen zusätzlichen Freiheitsgrad gibt, wenn man doch erst verstehen möchte, was dieser Chip eigentlich macht. Mhm. Gut, haben wir noch irgendwelche Konventionen bezüglich der Schaltpläne gemacht? Zufließende, Abfließe, horizontale Pfeile in die Leitungen, genau, und da haben wir dann gehabt, hohes oben, ja, Stromversorgung links, senkrechte Pfeile, ja, perfekt. Das waren, also eigentlich, wenn man dieses Bild so zeichnen kann, dann hat man eigentlich all diese Regeln bereits angewandt, die ich da im Skriptum zusammengefasst habe. Gut, dann haben wir uns Serienschaltungen und Parallelschaltungen von Widerständen angeschaut. Und wir haben uns überlegt, das kam dann eigentlich in einem späteren Block, dass man so Ersatzschaltungen machen kann. Dass man quasi sagt, okay, meine Schaltung schaut in Wirklichkeit so aus, das sind zwei Widerstände hintereinander, aber wir wissen, dass sich so eine Serienschaltung von zwei Widerständen in Wirklichkeit nur verhält wie ein Widerstand, halt mit einem anderen Wert. Das ist nicht der Wert R1 und das ist auch nicht der Wert R2. Also es ist für unsere Analyse viel einfacher, wenn wir stattdessen annehmen, unsere Schaltung bestünde aus einem Widerstand mit diesem anderen Wert. Und was ist der Wert von einer Serien, von der Ersatzschaltung, der Serienschaltung von zwei Widerständen? Genau, R1 plus R2. Also ich schreibe jetzt R, Serienschaltung ist R1 plus R2. Gut, und dann haben wir uns eine zweite Topologie angeschaut, wie man Widerstände verbinden kann zu einer Teilschaltung, die man wieder abkürzen kann auf diese Art und Weise. Was war das, die zweite Topologie? Ja, wie heißt das? Parallel. Genau, also wir haben ja, so, und die zwei Striche waren der Operator. Da haben wir gesagt, ja, Paar, und jetzt hast du gleich einfach gemacht und gesagt, naja, da haben wir einen eigenen Operator, der heißt Parallel. Wenn ich jetzt einen Taschenrechner habe, der kennt diesen Operator nicht, oder ich rechne es ohne Taschenrechner, wie kann ich das
ohne dessen Operator anschreiben. G. Leitwert ist G. L wäre eine Induktivität. Ja, das ist wahr. Man kann auch schreiben G1 plus G2. Haben wir das letzte Mal angeschaut. Da habe ich quasi ein bisschen geschummelt, weil ich habe das vorweggenommen. Nicht? Ich habe gesagt, ich weiß, was da rauskommt und ich weiß, es ist einfacher, wenn wir quasi mit den Kehrwerten rechnen, wenn wir nicht mit Widerständen rechnen, sondern mit Leitwerten. Und in der Tat, es war relativ einfach. Es war dann fast die gleiche Rechnung wie hier. Das heißt fast, das war die gleiche Rechnung. Aber wenn ich es mit R1 und R2 anschreiben möchte, wie würde ich das schreiben? Genau. R1 mal R2 durch R1 plus R2. Wie merkt man sich das? Du hast das nicht gemerkt. Okay. Ich merke es mir immer mit den Kehrwerten und rechne es auch so. Also gut, das ist dann die dritte Formel, die wir gleich aufschreiben werden. Also bei der Formel, das Einzige, was Leute mal falsch machen, ist, dass sie Zähler und Nenner vertauschen. Das heißt, das Einfachste, was man mal prüfen kann, wenn man das mal auswendig hinschreibt, ist, ob sich das von den Einheiten irgendwie ausgeht. Und wir haben hier Widerstand mal Widerstand und unten haben wir Widerstand, das heißt, ein Widerstandswert kürzt sich raus und damit ist die physikalische Dimension von diesem Ausdruck ein Widerstand. Und wenn man diesen Test macht, dann kann man es fast nicht falsch machen, weil außer, dass man Zähler und Nenner hier vertauscht, gibt es eigentlich nicht viel, was man da jetzt, wenn man die grobe Idee im Kopf hat, wie dieser Term ausschaut. Okay, aber man kann es... sollte ja weniger rauskommen. Also weniger als der größere Wert, ja. Weniger als der kleinere Wert auch, natürlich. Ja, ja. Es wird weniger. Ja, das kann man auch so machen. Aber ich würde darüber gar nicht mehr nachdenken. Wenn es die falsche physikalische Dimension hat, dann kann ich gar nicht mehr vergleichen. Also dann kann ich gar nicht mehr sagen, es ist weniger oder es ist mehr, weil wenn ich die beiden Terme verdrehe, habe ich einen Leitwert und wenn ich da irgendwie... Gut. Oder ich kann natürlich eben auch hergehen und sagen, na gut, das ist die Summe der Leitwerte und ich weiß ja, was die Leitwerte sind. Das ist immer Kehrwert vom Widerstandswert. Das heißt, Summe der Leitwerte ist ein Leitwert. Und dann auf einen Widerstandswert zu kommen, muss ich den mal 1 durchrechnen. Reziprok, also ich sage 1 durch und dann sage ich den einen Leitwert, naja, das ist 1 durch R1 plus 1 durch R2. Nicht? Also das wäre dreimal eigentlich das Gleiche. Einmal so auf ganz hübsch, aber leider so, dass man es in keinen Taschenrechner eingeben kann, weil die dieses Zeichen nicht kennen. Einmal auf relativ schön und schnell zu rechnen. Was ist der Vorteil von dem? Genau, mit Widerstand, 10 Widerstände parallel, da hat man da, glaube ich, eine Vorstellung, wie es weitergehen könnte. Das stimmt in dem Fall sogar, also man darf jetzt nicht immer nur mit dem Analogieschluss eine Formel aufstellen, aber in dem Fall stimmt es, in dem Fall kann ich quasi hier unten einfach diese Summe erweitern und plus 1 durch R3, plus 1 durch R4. Man kann es auch relativ einfach argumentieren, weil man hat einfach die Summe der Leitwerte. Genau. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht, weißt du was nicht, ja? Das haben wir das letzte Mal auch gemacht und da haben wir ja argumentiert, wenn ich quasi da links noch einen dritten Widerstand hätte, dann könnte ich ja sagen, okay, dieser dritte Widerstand, der ist parallel zu diesem Widerstand. Also ich rechne zuerst quasi hier einen Ersatzwiderstand aus und dann mache ich quasi den Ersatzwiderstand von der verbleibenden Parallelschaltung von zwei Widerständen. Und das kann ich natürlich in allen Kombinationen machen. Also das ist hier... kommutativ, da gibt es keine feste Auswertungsreihenfolge, weil es ja auch keine feste Zuordnung gibt, nur aufgrund der Schaltung, dass da irgendeine Parallelschaltung von zwei Widerständen Präzedenz über die Auswertung der anderen bekommen sollte. Und dann kommt man eben ganz schnell dazu, das kann nur so weitergehen. So, und ich glaube, wir haben uns auch angeschaut, wie man das umwandelt, oder habe ich das nur hingeschrieben, dass man einfach man geht einfach her und nimmt das und bringt das dann auf einen gemeinsamen Nenner. Und wenn man das auf einen gemeinsamen Nenner hat, braucht man noch ein Doppelkurzbruch lösen und ist auch genau dem. Also. Im Skriptum mache ich es, glaube ich, genau umgekehrt. Im Skriptum komme ich irgendwie direkt auf die Formel und zeige dann, dass das äquivalent ist zu der ist. Gut.
Also Serienschaltung haben wir gemacht, Parallelschaltung haben wir gemacht und dieses Konzept von Ersatzschaltbildern und Ersatzschaltungen haben wir gemacht, was wir eigentlich davor quasi, davor haben wir schon angewendet, wir haben uns schon Serienschaltung und Parallelschaltung angeschaut und dann, wo das, da hat uns quasi noch die Begrifflichkeit dafür gefehlt und dann haben wir das noch einmal auf eine formalere Ebene gehoben und haben gesagt, das ist natürlich nicht die Schaltung, nicht? Also wenn ich da zwei Widerstände habe, dann kann ich nicht sagen, die Schaltung ist ein Widerstand, das wäre eine andere Schaltung, aber sie verhält sich gleich und damit kann ich die eine für die andere einsetzen, wenn ich es zum Beispiel analysieren möchte oder auch umgekehrt, ich kann eine Schaltung, eine idealisierte Schaltung haben, wo ich irgendeinen Wert brauche und dann komme ich drauf, dann habe ich nicht in meiner Lade, aber ich habe quasi zwei Widerstände, die geben zufällig in Summe den gesuchten Widerstandswert, ja dann durch den Serie und dann habe ich genau das, was ich haben möchte. Die hier erkennt man normalerweise nicht so aus dem Bauchgefühl heraus, dass diese beiden Widerstände parallel genau den gesuchten Wert ergeben. Aber ich glaube, da habe ich jedes Programm auch hergezeigt, dass das kann. Gut. Genau, und aufgehört haben wir mit diesen Widerstandswürfeln und haben uns überlegt, wie wir den löst und haben den noch gelöst. Ich glaube, das war ganz lustig. So, noch Fragen zu dem, was wir bisher gemacht haben?